Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Before We Leave. Wir hatten das letzte Mal ja versucht, hier einen, jetzt war es schon mal wieder ein Handelsweg oder so, hier einzurichten. Aber irgendwie habe ich hier noch, müssen wir hier wahrscheinlich Route hinzufügen. Okay. Genau, da ist hier noch, nicht Rocket. Sondern, so, wenn wir hier nochmal ziehen, das ist ja schon bereits angelegt. Eine Route braucht man nicht mehr hinzufügen. Na, das ist natürlich das mit der Forschung. Hier kommt Sand und Kartoffeln. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich das so eingestellt hatte. Lass uns mal kurz schauen, das ist die Hyperion. Wie war ja, ist das wieder Transport, eine Route hinzufügen von nach Webistadt. Na gut, das haben wir jetzt schon, das sagt er hier schon, das passt. Vielleicht. Ah, jetzt kann man die machen, die Hyperion ist frei. Hyperion ist frei. Auf mich konzentrieren. Oder kann man hier nur ein Schiff Transportroute ansehen? Es würden zwei Schiffe das machen. Das ist natürlich blöd. Ja, das gibt nur eine. Da müssen wir, ja, da müssen wir jetzt noch hier sagen, auch noch Früchte. Auch noch Früchte. Okay. Und dann müssen wir die Hyperion noch nehmen. So, jetzt schauen wir mal, was da passiert. Wenn man es laufen lässt natürlich. Ja, die fährt jetzt los. Hyperion. Auf geht's. Bin schon gespannt. Er nimmt sehr viel mit. Also um genau zu sagen, nichts. Aber die Kostole lässt jetzt Früchte auf. Kommt er wieder, wenn du brauchst. Ja, das ist total sinnlos. Hyperion, die brauchen wir dann anscheinend nicht. Der lädt jetzt nur Früchte auf, 20 Früchte. Schauen wir uns das an. Genau, nur genügend Kartoffeln mitnehmen, um auf der Zielinsel 20 beizubehalten. Ja, aber ich verstehe nicht, wieso Kartoffeln. Das können wir jetzt, das können wir auf jeden Fall wegnehmen, oder? Wir brauchen ja Sand. Sand und Früchte. Ja, das sollte passen. Fahren wir mal hierher. So, und jetzt geht's hier fleißig los. Haben wir wahrscheinlich immer zu wenig Früchte. Ne, jetzt haben wir wieder welche da. So, was ist das jetzt? Für Produktionsgebäude. Da haben wir mal 10. Damit hier nicht immer. Was ist das hier? Ne. Das weiß ich noch nicht, was das bedeutet. Aktiviert die Lagereinblendung. Okay. Den Ressourcenstrom. Boah. Okay. Sehr interessant, sehr interessant. Hilft zwar jetzt nicht weiter, aber. Und die sind immer noch unzufrieden. Diese ist jetzt wieder zufrieden. Dann wird es hoffentlich langsam besser werden. Aber jetzt müssen wir unbedingt weiterforschen. Haben wir natürlich wieder unzufrieden. Und zwar Strom aus Öl, würde ich sagen. Oder Stahl, ist eigentlich egal.
damit es hier weitergeht. Schaue ich bloß mal kurz auf der Insel, tatsächlich keine weitere Forschung zu finden. Schauen wir mal auf die Welt im Allgemeinen, ob wir hier vielleicht noch irgendwo eine Insel haben, die es zu entdecken gilt. Bounty. Achso, das war ja unser Erkundungs-Bounty. Versunkene Ruinen. Tja, da wissen wir noch nicht, was wir damit anfangen sollen. Die fahren wir jetzt auch mal hierher, damit wir doch Übersicht haben, welche Schiffe wir überhaupt haben. So, zumindest sind hier jetzt genügend Früchte. Kartoffeln haben wir sowieso. Und was war jetzt das mit dem Sand? Haben wir hier auch Sand irgendwo? Luxusgüter haben wir noch keine. Wir haben Stoffe. Kleidung. Ist ja hier irgendwo eine Entdeckerhütte. Hier ist die Schneiderei. Hier ein bisschen wenig Strom, habe ich das Gefühl. Haben wir denn? Was brauchen wir alles? Das ist ja Holz. Müsste ich mal sagen, ein Holz. Wie war das wieder hier mit dem Strom? Holzkraftwerk. Das haben wir ja da eins. Leicht verschmutzt. Der Reiniger. Na was? Liegt da näher beim Reiniger noch ein Holzkraftwerk zu bauen? Kann nicht schaden. Wenn man hier sieht, dass es an Strom fehlen könnte eventuell. Ja gut, es wird natürlich Kleidung schon hergestellt, aber es ist schon ein bisschen mager vermutlich. Unzufriedene Arbeiter. Vielleicht werden sie irgendwann mal wieder zufrieden. Smoothie werden hergestellt. Ja, 16 können da gelagert werden. Und selbst in der Smoothie-Fabrik sind die Mitarbeiter unzufrieden. Jo. Schauen wir mal hier in unsere Rocket Island, wie es hier ausschaut, hier hinten. Ah, sämtliche Forschung ist schon weg. Und das ging ja flott. Jetzt ist wirklich alles futsch. Jetzt ist alles futsch. Da läuft noch einer hinter. Jetzt was trägt der, hat noch 4 rote Technik. Die war doch da, oder? Ja, das ist dann wahrscheinlich die allerletzte in der Hütte. Das hat jetzt ein bisschen geruckelt wegen automatischen Speichern. Wenn das Lager deines Hafens voll ist, können die Schiffe ihre Ressourcen doch dort nicht entladen. Baue Lagerhäuser. Wird vermutlich natürlich hier sein, Babystadt. Erstmal haben wir jetzt hier, hoffe ich doch mal, genügend Strom. Da ist jetzt ein bisschen mehr. Bürger, die hier arbeiten, sind unzufrieden und daher langsam heitere sie mit besserem Essen und Trinken, einer Party oder einer Party auf dem Versammlungsplatz auf. Einer Party? Wo ist der Versammlungsplatz? Haben wir hier? Wir haben wahrscheinlich noch keinen Versammlungsplatz. Müsste da eigentlich da sein? Schau mal kurz alles durch.
Marktplatz oder kann man auf den Marktplatz? Schauen wir mal. Gebäude. So, wo haben wir den Marktplatz? Den haben wir da. Stellt Luxusgüter her. Vielleicht kann man den mal verbessern. Dann geht's hier vielleicht etwas flotter vorwärts. Oh, die Stimmung hat sich etwas verbessert. Na, jetzt wird's doch langsam, aber sicher besser. Tragen, wie man immer so sagt, unsere Bemühungen Früchte. Jetzt braucht man hier Glas. Glas haben wir ja. Es wird ja hier immer Sand rüber transportiert. So, und jetzt geht's hier los. Mache ich mal einen kurzen Cut, bis das Ding fertig ist. Dann müsst ihr nicht so lange warten. So, kleiner Zeitsprung. Und jetzt wählen uns hier Arbeiter. Ah, es passt. Passt. Kein Thema, Glas haben es doch keins. Aber jetzt werden auf jeden Fall dann mehr Luxusgüter hergestellt. Und ja, man sieht noch keinen besonderen Effekt im Moment. Was war das hier? Genau, unsere Forschung. Da haben wir ja hier Strom aus Öl. Ich muss hier auch mal schauen, war das hier unser Öl-Dingens, der Ölförderanlage. Haben wir natürlich jetzt kein Lager. Schauen wir mal, könnte man vielleicht Öl auch mal einlagern. Bisschen Öl einlagern. Da können wir genügend Platz für Früchte. Und jetzt werden die hoffentlich gleich loslaufen. Oh, Babystadt Erde hat sich wieder etwas verbessert. Okay. Da kommt jetzt genau, weil Öl braucht man ja dann früher oder später, wenn es dann heißt, Strom aus Öl herstellen. Ich sehe jetzt zwar keinen Grund, irgendwo direkt, weil ja nirgends Mangel an Strom herrscht. Also hoffen wir mal, dass das jetzt wieder behoben ist. Schauen wir mal, ist das wieder behoben? Ja, es tut sich auf jeden Fall was. Es ist soweit schon in Ordnung. Was trägt der jetzt? Mal. Smoothie. Sehr gut, wo trägt er die hin? Hier rein, in sein Haus. Da ist natürlich jetzt niemand mehr unzufrieden, sondern restlos begeistert. Ja, das freut mich. Ja, das ein oder andere Mal haut dann wieder so ein unglückliches Gesicht ab. Kennt er jetzt mal, weiß gar nicht. Irgendwo sieht man doch auch seine Bürger. Bürger, da geht es ja teilweise nach oben. Die sind schon wieder relativ happy. Das sind die wahrscheinlich, die sich gerade einen Smoothie geschnappt haben. Naja, der ist mit der Holzfällerhütte, da geht's, wird es relativ mau. Aber ist der, würde mal fast sagen, die Tendenz sieht man schon bisschen wieder nach oben zu gehen. Das ist auch mal was hier, die Statistiken, Strom aus Öl ist fertig. Die Statistiken, was wäre jetzt hier, das ist der Tee. Ja, ich will mal hier das anschauen mit den Früchten. Was man hier alles lesen kann. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das unbedingt sinnvoll ist, aber wäre vielleicht interessant. Was heißt es jetzt? Glas, 1 ist verfügbar, 5 zugewiesen. Und jetzt haben wir natürlich 0 mehr verfügbar, weil, jetzt nochmal kurz die Gebäude anschauen, wo wird jetzt wieder das Glas hergestellt? In der Glashütte. Ja, wer hätte das gedacht? Glas herstellen dauert relativ lang.
Sollte mal abschauen, wie schaut's aus mit dem Sand als allererstes. So, wo ist der Sand? Sand, das ist ja Nahrung. Das sind ja die Kategorien. Das ist ja Glas, Steine. Ah, hier ist ja das, was abgebaut wurde. Eisen, Eisenerz, Sand. Okay. Vielleicht wäre es auch nicht schlecht, eventuell mal für mehr Sand zu sorgen, obwohl es läuft eigentlich. Oder das mal zu verbessern, die Glashütte. Man weiß es nicht. Na gut, ich glaube mal, das passt so. Aber das nur mal zu den Statistiken. Was haben wir hier? Das scheint mir auch noch nicht ganz hundertprozentig ausgereift. Manchmal sieht man es nicht. Da hat man anscheinend mal Eisen gebraucht. Und so anscheinend überhaupt nicht mehr. So. Was ist jetzt hier mit der Versorgung? Ach ja, die Statistiken. Ist es nicht wunderbar, dass hier nicht den Ressourcenstrom für Wasser. Okay, brauchen wir uns hier vielleicht mit dem jetzt im Moment nicht belasten. Da muss man sich vielleicht mal nochmal seine Gedanken machen. Hier immerhin mal die Forschung. Und apropos Forschung, da können wir auf jeden Fall mal weitermachen. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Wasser rein. Aber irgendwann mal wird natürlich Schluss sein. Jetzt werden wir mal den Stall hier erforschen. Und ja, erforschen wir hier den Stall. Scheint so zu sein, auch wenn man hier das noch nicht sieht. Ja, weil die Arbeiter noch nicht da sind. Christoph, jetzt geht's hier los. Und jetzt würde ich sagen, an der Stelle machen wir wieder einen kurzen Cut. Das ist ja sehr beliebt und sehen uns wieder, wenn die Forschung fertig ist. So, nach einer halben Ewigkeit für mich und Sekundenbruchteile für euch ist die Forschung mit dem Stall fast durch. Hier ist mir noch was aufgefallen, wenn man drauf geht, sieht man, warum die so dauerhaft unzufrieden sind. Wegen der Verschmutzung. Und da gab es doch mal hier irgendwas, ich kann ja mal hier noch schauen, was neu ist. Die Treibstoffraffinerie, das Stahlwerk. Jetzt braucht man hier alles Stein, Werkzeug, Holz, okay. Hier das Stufenlagerhaus. Bewahrt Ressourcen auf, kann an einer Felswand gebaut werden. Dafür braucht man Stahl, dachte ich mir fast. Verschiedenes. Das waren ja die Ölpumpen, die Nahrung. Jetzt eigentlich nach dem Reiniger gesucht. Wo war hier wieder der Reiniger? Der Reiniger. Da. Normales Lagerhaus. Muss doch eigentlich hier gewesen sein, ne? Schule Springbrunnen. Er sagt mal, bin ich blind oder was ist hier los? Teefeld, Waldbaumwollfeld. Wir werden es finden, ich bin zuversichtlich. Ah, hier sehe ich es schon am Besen. Genau, schauen wir mal hier. Da werden wir hier mal den Reiniger reinbasteln. Wir haben ja noch genügend Leute frei, die hier dann arbeiten können. Und dann wird hoffentlich die Stimmung hier auch besser. Man sieht ja schon allgemein, dass es war ja vorher ziemlich voll.
So, was ist da los? Nicht genügend Arbeiter. Aber die kommen auch, ja, die ruhen sich nur aus. Ich würde ja mal zwischenzeitlich wieder interessieren, wie es jetzt hier mit dem Obst und dem Öl ausschaut. Das ist ja eine Hütte. Wo ist das Lager? Nee. Da, genau. Ja, Öl ist schon voll. Früchte. Passt soweit. Im Zusammenhang mit dem Öl, aber wir brauchen eigentlich erzeugt Strom aus Öl. Ups. Das wäre dann hier eventuell dann das Stahlwerk. Stellt Stahl aus Eisen her. Haben wir jetzt noch keinen Bedarf. Jo. Dann schauen wir hier nochmal rauf, was da oben geboten ist. Wahrscheinlich nichts mehr. Bei der Forschung schaut es mau aus. Da gibt es hier nichts mehr. Haben wir schon alles abgegrast. Hier könnte man noch Eisenerz uns holen. Ja, das wäre eventuell dann die Alternative, aber ich glaube, wir haben ja hier auch noch genügend Eisen. Jetzt muss ich kurz mal schauen. War schon verarbeitet. Rohmaterialien. Das ist das Eisen. Eisenerz, Eisen. Ja, wie gesagt, wir brauchen es nicht. Da brauchen wir es jetzt. Ist schon wieder schön zu sehen, wer das braucht. Der braucht ja Holz da unten. Nun gut, es wuselt auf jeden Fall gewaltig. So, und da in dem Umkreis, ja, das wird jetzt langsam, aber ganz langsam. Wird das hier besser? So, jetzt haben wir aber gut schon wieder unsere 20 Minuten erreicht. Ich werde immer mal wieder zwischendurch ein paar Folgen aufnehmen. Ich habe mir schon gedacht, ob ich zwischendurch mal wieder ein anderes Spiel einstreue, aber wir werden sehen. Infos habt ihr im Kalender, könnt ihr gern nachschauen und vielleicht noch in eins meiner anderen Spiele reinschauen. Aktuell ist es ja nur Crusader Kings 3, aber okay, finde ich auch sehr interessant. Eigentlich noch ein bisschen interessanter als das Spiel, aber jedem das seine. Ich wünsche noch einen schönen Tag, danke fürs Zuschauen, tschüss.